Willkommen zurück zu Brief Edge. Neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. In der letzten Folge haben wir spektakulär das Evakuierungsschiff abgeschossen. Würde ich jetzt mal sagen. Und ja, leider ist das nicht so gut gelaufen. Wenn ich das mal sagen darf. Wir wollten jetzt... Erstmal wollte ich was zu trinken und was zu essen machen. Mittlerweile verlieren wir echt viel Essen und viel Trinken, ne? Wundert mich ein bisschen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. So, warte mal, das machen wir mal mit. Nährstoffreicher Glibber. Hier war doch noch irgendwo was. Da. Eis würde ich auch nochmal eben gerne mitnehmen. Wo haben wir Eis? Eis, Eis. Da hinten sehe ich Eis. Hier ist nochmal Glibber. Hier ist Eis. Eis haben wir hier rumfliegen. Ja, in der Folge müssen wir jetzt erstmal rausfinden, wo wir die Aufgabe erfüllen. Mit den Informationen her. Ich habe nochmal die Folge nachgeschaut. Wenn ich das richtig gesehen habe, war es tatsächlich gemeint, dass man irgendwie aus den Passagieren irgendwie, die hier rumfliegen, wohl Informationen herbekommt. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Haben wir eigentlich den Schlüssel noch? Nee. Der Schlüssel ist weg. Okay. Weil ich weiß, dass wir auch einen Sarkophag gefunden haben, wo unser Opa ja auch drin war. Und es kann ja sein, dass wir da einige mit, ja, öffnen müssen. Sind das Sarkophags oder sind das eher so, na, wie sagt man? Oder sind das eher so Kryoboxen, wo Leute so eingefroren sind, dass man die auftauen muss? Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Zweimal Eis. Oh. Oh, halt, stopp. Wir haben nicht genug Eis. Dann gehen wir doch noch mal ein bisschen Eis holen. Eis. Ich brauche Eis. Da ist Eis, oder? Das Eis? Da ist es Eis. 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 So. Dann treffen wir uns mal eben ganz schnell. Das nehme ich auch noch mit. Weil es auf dem Weg lag. Mal eben schnell was zu trinken. Fängt schon mal gut an. Die Folge fängt damit an, dass ich mir erstmal was zu essen und zu trinken mache. Das ist ganz großartig. Dass man es sagen darf. Aber wir hatten doch gerade Eis gesammelt, oder? Oder verbraucht? Ah, Nährstoff verbraucht auch Eis. Ach so, deswegen. Ach so. Ja gut, drei Flaschen, drei Nährstoffe sind, glaube ich, ganz gut. So, dann lass mal eben schnell was essen. Benutzen, 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 benutzen. So, alles auf 100%. Die zwei Sachen lasse ich im Inventar. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir mal auf Erkundungstour. Wir können keine... Wir haben nichts zum Herstellen, ne? Können wir denn eine... Was brauchen wir denn für... Nee. Ausrüstung. Gegenstände. Eine Batterie. Da brauchen wir da Alkali für, ne? Oh Gott. Aber das Ding ist ja nicht weit weg gewesen. Das war ja vorne. Da. Müssen wir hier dran an den Leuten? Also... Hier an solchen? Öffnen. Du brauchst einen magnetischen Hauptschlüssel dafür. Okay. Man kann, also ein Sarg ist es tatsächlich. Einen magnetischen Hauptschlüssel. Greifen. Die Leichen kann ich greifen. Ganz toll. Zigarettenstummel. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich habe keine Anzeige... Wo wir die Informationen herbekommen jetzt? Hm. Haben wir noch einen Bohrer? Haben wir. Haltbarkeit 5. Okay. Schwierig. Wir müssen auf jeden Fall Alkali sammeln. Am besten hier mit dem Greifer. Haltbarkeit 6, der hat auch nicht mehr viel. Veredeltes Metall. Können wir es herstellen? 4-mal Metall brauchen wir dafür. Packen wir ein bisschen was aus, was wir haben. Ah, wir haben sogar veredeltes Metall. Halt, stopp. Moment, Moment. Haben wir doch. Isolierband haben wir auch. Schauen wir mal. Können wir irgendwas... Ausrüstung, Werkzeuge. Jetzt brauchen wir noch eine Batterie. Ah, dafür brauchen wir auch eine Batterie. Batterie, Kabel und Aluminium. Oh Gott. Schere haben wir dabei, ne? Ja, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Alkali sammeln für Batterien oder halt... Oder halt irgendwelche... ja, oder halt irgendwelche Container zerstören, wo Batterien zu finden sind.
Ja. Schauen wir doch mal. Alkali? I need some Alkali. A little bit Alkali, bitte. Aber das Gefrieren kommt, glaube ich, trotzdem, ne? Ja, habe ich mir doch gedacht. Ah, hier war ja auch Wassertanks. Ne, kriegen wir ja auch Wasser her. Und glaub, na, wofür war das gelbe Wasser nochmal? Was ist das eigentlich hier? Ach, Eisball, achso. Eigentlich ein Sauerstoff, wollte ich gerade sagen. Überall am Piepsen, am Tröten hier bei mir im Anzug. Ja, ich bin lost im All. Da ist auch schon wieder ein Sarg. Magnetischen Hauptschlüssel. Ich bin gespannt, wann wir den kriegen und vor allem, wo wir den herkriegen. Tja, wo kriegen wir jetzt Alkali her? Erstmal Sauerstoff. Stoff und Schnaps. Stoff und Schnaps. So. Das ist eine gute Idee. Waren wir da schon gewesen? Da sieht was. Oh, warte mal. Oh, das ist sehr weit weg. Aber da können wir mal gucken. Da müssen wir hin. Aber das werden wir nicht schaffen, ne? Ich sehe ganz viele Ressourcen. Doch, da waren wir schon. Das, wo die Schule war, ne? Aber hier gibt es keinen Alkali. Verdammt. Hier waren wir schon. Hier war die Schule. Mist. Ich habe nicht mehr viel Sauerstoff. Nicht mehr viel Sauerstoff. Man gebe mir Sauerstoff. Verdammt. Das wird meine Rettung. Das wird meine Rettung. Das wird definitiv... Huch, blub, blub. Ja, alles gut. Alles gut. Da keucht und kräuchtelt er so. Okay, hier am Asteroiden vielleicht ein bisschen Alkali. Wenn nicht, müssen wir ein paar Geräte zerstören oder so, wenn wir welche finden. Verdammt. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Ist auch wieder aktuell im Mode, das Lied, ne? Unglaublich. Daran kann man mal wieder sehen. Bestes Beispiel. Meiner Meinung. Wie gesagt, es ist meine Meinung. Wenn jemand andere Meinung hat, auch schön, okay. Aber daran kann man mal wieder sehen, dass genauso wie die Spieleindustrie, obwohl bei der Spieleindustrie ist es nicht so extrem, aber schon... aber schon auch spürbar teilweise, nicht übermäßig, aber auch spürbar. Aber daran kann man wieder am besten sehen, dass der Musikindustrie genauso wenig wie der Filmindustrie, weil bei der Filmindustrie sieht man das auch sehr, sehr häufig in den letzten Jahren, ist es auch vermehrt geworden, dass denen einfach nichts mehr einfällt. Sie krepeln irgendwas Altes raus, was irgendein Künstler oder irgendein Creator gemacht hat, und wursteln irgendwas Neues dazu und sagen, hier, hasse. Sei froh. Na, es ist, wie gesagt, Beispiel Musik, ne? Wie gesagt, hier zum Beispiel, verdammt, ich lieb dich, der Song. Schon Jahre alt. Kneipenklassiker eigentlich, kann man sagen. Richtiger Kneipenklassiker. Ne? Ich meine, es muss ja nichts Schlechtes sein, was Altes neu aufzumachen. Gottes Willen, ne? Es gibt Lieder, die ich auch feiere, auch in der neuen Version. Gottes Willen, ne? Aber warum nicht erstmal so was Eigenständiges hinklatschen? Ich habe ja damals auch Musik produziert. Wissen einige vielleicht von euch, einige vielleicht nicht. Und ich war immer stolz, wenn man was Eigenes kreiert hat. Was Eigenes, was es noch nicht gab. Ne? Das ist immer so das Schöne, wie ich finde. Und bei Filmen, wie gesagt, ist es auch so. Es gibt halt so viele... Oh, wenn ich nur dran denke, Gott sei Dank habe ich mir das nie angeguckt, aber es gab ja ein Reboot von den Ghostbusters, wo so die Frauen da spielen. Gott, also, wie gesagt, nichts wegen jetzt Frauen oder so, Frauenfreundlichkeit.
sondern allgemein so einfach dieses Verwursteln von alt auf neu. Also, weil alt einfach nichts einfällt. Warum nicht einfach lassen, so wie es ist? Die alten Filme sind gut. Nein, da muss man noch irgendwie nochmal die Marke ausschöpfen. Also, finde ich persönlich einerseits sehr, 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 sehr traurig, weil das zeigt mir, dass die Leute, die dahinter stecken, nicht viel, ja, Ideenreichtum möchte ich nicht sagen, weil du musst ja trotzdem eine Idee haben, wenn du einen Reboot machst als Film oder musikmäßig, sondern einfach so, dass du, ja, nicht richtig so die, ja, so richtig kreativ auslebst, finde ich. Wie gesagt, ist meine persönliche, ist meine Meinung, Alter, ist voll meine Meinung. Und deswegen finde ich das immer so, ja, weiß nicht, hat zwei Seiten, also schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema, wie gesagt. Ich mag auch gerne, wie gesagt, Reboots oder halt so, ne, Filme oder Musik, die früher auch schon gab, vielleicht neu gemacht. Aber also in der Musikindustrie aktuell ist es tatsächlich sehr extrem momentan. Viele alte Sachen werden neu gemacht und neu aufgelegt. Und ja, es sind ein paar dabei, wo ich auch sage, okay, ist klasse. Aber muss das unbedingt sein? Ich finde das Original geiler. Muss ich einfach sagen. So, was wollte ich denn machen? Ich bin ja am... Ich habe keine Ahnung. Wir wollten, glaube ich, Gummi holen oder so, oder? Was wollen wir denn machen? Warte mal, haben wir hier eigentlich so eine... Tagebuch. Information mit dem Bohrer. Nachrichten. Traumanzug. Bei der Auswahl für die schmerzfreien Selbstmordmethoden wurde eine leichte Abnahme der Hintergrundstrahlung festgestellt. Überraschenderweise könnt ihr versuchen, das Linienschiff kaputt zu machen, zu positiven Ergebnis führen. Ich konnte diese Art des Phänomens herausfinden, aber dafür müsste ich eine vertrauliche Information des Unternehmens Brief Edge offenlegen, was dem Sicherheitsprotokoll widerspricht, sodass keine einzige Raumanzug-KI diese Information an sie weitergeben wird. Andererseits sind diese Informationen für sie sehr wichtig, für uns sehr wichtig. Es gibt viele dumme Raumanzüge mit toten Trägern, die herumschweben, sodass niemand wissen wird, ob sie auf die guten alte Foltermethode zurückgreifen, wie ein Bohrer. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal dahin, wo wir waren, oder? In der letzten Folge. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir haben schon einiges geschafft, ne? Naja. Da wird wahrscheinlich noch einiges kommen. Station, ja. Fahrzeuge. Bin ja auch mal gespannt, wann das kommt. Gegenstände, Notizen, Kleidung. Ja, haben wir schon einiges gefunden, ne? Schön, dass man das hier nochmal sieht. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall da nochmal hin. Das heißt, wir brauchen auch ein bisschen von diesen Sauerstofftanks, also die Station. Da brauchen wir aber auch Aluminium und so. Warte mal, Aluminium haben wir gehabt, ne? Aluminium haben wir, glaube ich, gefunden draußen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was brauchen wir denn dafür noch? Ah, eine Sauerstoffkerze. Oh ja, stimmt. Und die kriegen wir nur mit einer Batterie. Und wir haben keinen Alkali. Das heißt, wir müssen... Ja, wir müssen schauen, dass wir diese Container irgendwie zerstören oder irgendwelche elektronischen Geräte, wenn wir welche finden. Wohlgemerkt. Ich hoffe, das Spiel spawnt nach einer Zeit ein paar Sachen. Aber sonst stehen wir da echt auf dem Schlauch. Aber ich sehe jetzt hier auch keine neuen Container rumschweben. Das ist, ja. Nicht so toll. Oh, warte mal, hier vielleicht. Hallo? Komm her. Eine Batterie. Juhu. Was habe ich gesagt? Was brauchen wir noch? Gott, jetzt habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Ich wäre völlig lost in diesem All. Was brauchen wir denn noch dafür? Was war das? Warte mal, isolierbar? Ah, Aluminium, genau. Das war das, Aluminium. Dann können wir gleich gucken, dass wir gleich Aluminium holen. Am Asteroiden müsste es sein.
ist hier Aluminium dran? Bestimmt nicht, ne? Ja. Nee. Oder? Nee. Oder? Nee. Oder? Nee. Aber ich glaube, da hinten war noch irgendwo was gewesen. Aber jetzt müssen wir erstmal zurückkommen. Mit dem Sauerstoff, den wir haben. So. Und ich düse und düse und düse. Naja, haben wir ja wenigstens schon mal ein bisschen was jetzt gesehen. Wieder was Neues erlebt. Bin ich ganz stolz drüber. Will noch mal ein bisschen Metall mitnehmen, einfach so. Weil ich glaube, 24 Haltbarkeit sehe ich gerade unten von dem Schaber. Ja, einfach nur, weil wir es können. Ja, ja, ja. So, direkt zurück. Alles gut. Okay. So, Aluminium. Habe ich das nicht irgendwo gesehen hier? Hatte ich nicht Aluminium hier irgendwo gefunden? Oh, warte mal. Da hinten könnte was sein, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, ob da was ist auf dem Asteroiden. Da ist auch Alkali, sehe ich, glaube ich, oder? Ja. Ja, meine Augen sehen richtig. Huch, meine Augen lügen nicht. Alkali, mein bester Freund. Das wird knapp. Ob das so eine gute Idee war? Ich weiß, dass Sauerstoff nicht unbegrenzt ist. Und nicht unbegrenzt. Ich glaube, diesmal werden wir Schaden nehmen. Wir müssen hier hinten so einen Luftballon gleich mal hinsetzen. Das Problem ist, wir brauchen noch Aluminium. Das haben wir nicht. Oh, fuck. Oder wir müssen so einen Sauerstoffballon gleich mal zerstören, ob wir dann Aluminium wieder bekommen. Komm schon! Den da unten am besten vielleicht gleich mal. Aber hier mit Tür offen, gar kein Problem. Alles gut. Mit Tür offen, gar kein Problem bei ihm. So, lass mal gucken. Kann ich den zerlegen? Ja, ja, Gefriergefahr. Alles gut. So, ich zerlege den mal. Aluminium, hey, und ein Gummi, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Da können wir wenigstens schon mal einen wiederherstellen. Den ich mir hinten platziere, wo wir gerade waren, um ein bisschen Alkali abzubauen. Vielleicht finden wir da auch nochmal Aluminium. Müssen wir mal gucken. Aber Alkali ist gut für Batterien. So, warte. Ich stelle nochmal eine Batterie her. Bau, bau, bau. Sauerstoffkerze. War bei Ausrüstung und Gegenstände. Genau. Metall und Batterie. Und dann können wir eine Sauerstoffstation herstellen. Aluminium und Sauerstoff. Genau. Fehlen uns ja sowieso. Das heißt, ich platziere mir das mal auf die 3. Dann düsen wir nochmal hier los. Und los geht's. Hui. Oh, das ist unendlich. Das wäre klasse. So, da hinten war der Asteroid. Die beiden, ne? Genau. Ich hoffe, der Dings hält. Oh, der hat noch Haltbarkeit 3. Oh, großartig. Haben wir den? Ja, haben wir noch. Okay. Moment, dann erstelle ich mir nochmal eben schnell einen Greifer, bevor wir jetzt gleich hier stehen. Da ist nix. Ah, das ist jetzt aber auch nicht gut. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Oh mein Gott. So. Also.
Da muss ich jetzt nochmal gucken, dass ich nochmal jetzt hier einen Greifer baue. Das ist jetzt gar nicht gut. So. Kabel, können wir gar nicht bauen, uns fehlt Aluminium. Kabel haben wir, aber Aluminium nicht. Kabel haben wir ohne Ende. Aber kein Aluminium. Salz haben wir, ja toll. Ich esse nochmal eben was. Ah, haben wir sogar bei uns, warte. Benutzen. Trinken. Sehr schön. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Aluminium finden. Ich hoffe, dass wir es finden. So, erstmal auffüllen. Und dann hier Alkali, ja. Wird sowieso kaputt gehen jetzt gleich. Das habe ich mir schon gedacht. Mehr können wir jetzt gar nichts hier machen. Guck nur gerade, ob wir hier Aluminium auch finden. Da auch was ist. Könnte sein, es würden wir da auch hinkommen. Bin mir aber nicht sicher. Oh ja, im Weltraum ist man alleine. Ja, das sieht nicht so aluminiumreichhaltig hier aus. Aber Alkali finden wir auf jeden Fall ohne Ende. Jetzt kommt wieder düt. Wusste ich doch. So. Ja, würde ich jetzt erstmal da lassen, das Dingen. Wenn wir da nochmal hingehen, damit wir da Sauerstoff haben. Tja, jetzt erstmal die Frage Aluminium. Ist da Aluminium? Nee. Wo hatten wir denn was gefunden gehabt? Da, bei dem hatten wir was gefunden, ne? Komm, ich düse da nochmal hin. Ich brauche einen ganzen Vorrat an Aluminium. Gar nichts hier sonst. Das ist aber sehr enttäuschend. Ich bin enttäuscht. Mehr gibt's hier nicht. Ich bin mega enttäuscht. Ich mache jetzt Schmollmund. Wobei ich jetzt enttäuscht bin. Hier gibt es halt auch nochmal kein Aluminium. Ja. Ja, schön. Mit Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Ja. Toll. Kannst mich mal. Erst fliegt das Evakuierungsschiff weg und ich habe nur noch das Lenkrad in der Hand. Und jetzt das hier. Toll. Ganz großes Kino. Super. Aber wisst ihr was? Ich bin jetzt einfach mal gemein. Ich bin jetzt richtig gemein. Und überlasse das einfach mal dem Zukunftsflexi. Er kann sich hier bemühen. Warte mal, haben wir noch Eis? Haben wir bestimmt nicht mehr, ne, oder? Ja, kann er sich mal ein bisschen bemühen. Kann er ein bisschen sich bewegen. Der Flexi. Kann er ein bisschen was tun. Ich mache ihn sogar ein bisschen so hier ein bisschen Platz und so. Und da kann er mal gucken, wo er bleibt. Ne? So. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge kann Zukunftsflexi nämlich mal schauen, wie er hier vorankommt mit Aluminium, was ihm fehlt. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bei einer weiteren Folge Brief Edge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, macht's gut. Tschüss.